Ja, endlich Kumuweide. Wir haben sie vermisst. Auch diese Strecke darf in keinem Quacker-WW fehlen. Quacker-Kacker-WW. Genau, in keinem Kacker-WW darf diese Strecke fehlen. Hahaha, wir lachen uns alle tot. Oder so. Ja, was will man über Kumuweide sagen? Ich habe sie gewählt und ich bin froh, dass sie drangekommen ist. Auch wenn nicht meine Strecke drangekommen ist. Aber irgendjemand anderes hat es auch noch gewählt. Und demjenigen bin ich einfach mal dankbar, ja. Mehr oder weniger. Gut, danach. Ich weiß nicht, was werde ich danach wählen. Vielleicht. Ich wechsle meistens ab zwischen Lackerstrecken und Skillerstrecken. Also Skiller in Anführungszeichen. Ich meine, was ist schon Skill bei Mario Kart? Aber okay. Das war jetzt schlecht, weil ich gerammt wurde. Aber. Naja. Boah. Ja, natürlich. Alle Pilze, die rausfallen, werden direkt mitgenommen, sodass ich auch keine Chance habe, irgendeinen mit aufzusammeln. Ist richtig. Ja, und deshalb werde ich wahrscheinlich als nächstes irgendwie N64 Bowser wählen oder so. Kommt hin. So, wann könnte jetzt ein Blitz kommen? Ich weiß ja gar nicht. Ich setze einfach mal jetzt ein. Weil Blitze werden, genau, gerne mal gezündet vor dem ersten Item in der Runde, weil da setzt jeder Depp seinen Stern ein. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, setz mal dann ein und dann könnte das ja auch klappen. Und jetzt noch ein Goldpilz über, mit dem sollten wir doch etwas weiter auf 1 landen. Und wie ihr seht, das war goldrichtig, das so einzusetzen. Also, bei dem Abstand, da kann auch ein Blue Shell kommen, da passiert nichts mehr. Außer ich fahre jetzt noch in Maulwurf und werde noch von 3 Red Shells getroffen. Und ne, das passiert nicht. Und bam, mit einer 1,29 ins Ziel. Ja gut, das sagt jetzt nichts aus, aber es war ein schönes Rennen, ja. Und mittlerweile habe ich es auch irgendwie wieder raus, Blitze zu dodgen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber heute klappt es echt gut. Finde ich schön, ja. Und ja, schon wieder bei 7500 Punkten. Wahnsinn. Ich glaube, TUR Connor ist noch nachgejoint. Auch du seist nochmal herzlich gegrüßt und ansonsten niemand. Nö. GCN DK Bergland. Mittlerweile werde ich in Skype schon als Lacker beschuldigt. Ich. Boah, verschluckt. Tut mir leid. Ich sag dazu nur, alles Skill. Blitz zu dodgen muss gelernt sein und naja, im Endeffekt ist es Glück, ja. Aber man kann es, also ein bisschen kann man es eingrenzen. Das ist wirklich so. Also wenn man einen Stern vor 20 Sekunden bekommt, würde ich in vielen Fällen davon abraten, ihn direkt einzusetzen. Sondern meistens erstmal zu warten, bis man, was weiß ich, so bei 50 Sekunden ist. Es kommt auch immer ganz auf die Map an. Also wenn man ihn an eine Stelle einsetzt, wo einem absolut nichts bringt, würde ich ihn auch nicht einsetzen. Aber ja, immer mal so bis eine Minute vielleicht warten, 50 Sekunden und dann vielleicht mal einsetzen und dann natürlich immer darauf achten, dass man weitere Sterne oder Bullets nicht unbedingt dann 30, also bis zu 30 Sekunden, nachdem der Schock gefallen ist, einsetzt, weil dann kann man nicht dodgen. Das ist einfach so, weil dann kommt kein neuer Schock. Und ja, ansonsten, was kann man noch für einen Tipp geben? Man sollte nicht unbedingt direkt immer nach den 30 Sekunden einsetzen, sondern immer mal so ein bisschen länger warten. Das heißt, ich so 50 Sekunden bis eine Minute. Das ist immer so die Werte, die nach denen ich mich richte. Aber es kann natürlich auch, also es kommt natürlich auch immer ganz auf die Verteilung an. Die ist natürlich auch vom Zufall abhängig und die kann man nicht beeinflussen. Und natürlich auch von den jeweiligen Gegnern. Also es gibt Gegner, die setzen Blitze ziemlich schnell ein, was wir hier auch schon einmal hatten mit unserem. Ja, ich fahre genau zwischen den Items durch. Ich bin so ein Skiller. Was wir hier auch schon mal hatten, bei unserem 38-Sekunden-Schock hier. Und dann gibt es auch Gegner, die warten damit ziemlich lange. Also nicht zu sagen, manchmal hat man Rennen, wo erst in der dritten Runde der erste Blitz kommt. Nicht, weil der erst in der dritten Runde gezogen wird, sondern einfach, weil diejenigen den gerne aufheben. Kann man auch manchmal machen, also durchaus. Wenn man, was weiß ich, einen Stern einsetzt, dann einen Blitz hinterher zieht, mit dem Stern relativ weit nach vorne kommt und sich dann denkt, hebst du den immer auf, weil bei manchen Strecken wird man da einfach nicht erwischt. Also, ja, kommt auch ganz drauf an. Also, wenn man mitten im Gerangel ist, sollte man Blitze nicht unbedingt behalten. Dann kriegt man die meistens irgendwie rausgehauen, beziehungsweise landet hinten. Und wieso habe ich den jetzt nicht an der Wand gedodged? Ja, und Wambo hat noch einen Red Shell, aber der kommt nicht an. Das finde ich gut. Schöne Sache. Und hier liegen hunderte Bananen. Und Wambo schafft es irgendwie, den auszuweichen. Das finde ich ja interessant. Hacker. Ganz ehrlich, also, das ging nicht. Das war Cheat. Aber Wambo kann die Abkürzung irgendwie nicht, wollte ich sagen. Aber dann hat er sich hinter mich geleckt und die Fake Box so nach vorne geworfen, dass ich sie nicht mal mehr gesehen habe. Ja, das war Skill Wambo. Glückwunsch.
Auch wenn ich die Fake nicht gesehen habe, das wollte ich nur mal. Und dich auch nicht. Also ansonsten wäre ich natürlich viel besser gefahren und wäre niemals getroffen worden. Und du bist ein Versager, ja. Aber ansonsten Glückwunsch. Ja gut, muss man auch mal anerkennen. Das heißt mal. Ich bin eigentlich niemand, der jemanden um den Sieg beneidet. So ist nicht, ne. Passt schon. SNES, Marius Piste 3. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass wir schon eine ganze Weile lang vollzählig sind. Wobei, jetzt ist gerade ein Platz frei geworden. Und sich der gute GP-Link leider beschwert hat, dass er nicht reinkommt. Und ja, du seist an der Stelle einfach mal herzlich gegrüßt. Es tut mir natürlich für alle diejenigen leid, die es nicht in die Räume schaffen. Aber, naja, man kann eben nur mit 12 Leuten fahren. Und was will ich dagegen machen? Ich kann die Räume nicht größer machen. Ich kann auch nicht dafür sorgen, dass alle gleiche Spielzeiten mit mir fahren können. Das könnte ich höchstens machen, wenn ich Räume hätte, aber dann dadurch, dass man eben keinen kicken kann. Also Mario Kart ist ein bisschen beschränkt in der Hinsicht. Das klappt nicht unbedingt. Ja, Mio, fahr durchs Offroad. Wir können es. Also die Banane war mehr als bescheiden von mir und die Banane von Mio war mehr als gut. Aber nichtsdestotrotz, Bananenwurf. Nein, schade. Irgendwie bin ich gerade mit Bananen extrem schlecht im Werfen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich kann mit Fakeboxen wirklich besser werfen als mit Bananen. Warum auch immer. Ich meine, die Wurfbewegung und die Wurfkraft ist dieselbe, glaube ich. Oder ist es nicht so? Das würde mich mal interessieren, ob man Bananen oder Fakeboxen wirklich weiter werfen kann als die anderen. Aber ich glaube, das gibt sich nicht viel. Von daher ist es eher psychologisch bedingt, dass ich das nicht hinkriege. Keine Ahnung warum. Ja, Frozen will mich mal wieder ownen. Und Frozen schafft es wahrscheinlich, wenn er jetzt den zurückwirft. Nein, schafft er nicht. Gute Sache, aber ich... Nein! Ich habe den Blue Shell nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt bei mir jetzt auf dem Bildschirm, aber... Ich habe ihn echt nicht gesehen. Das war purer Random Shit. Und, naja. Gut. Komm, den kriegen wir noch? Nein, kriegen wir nicht. Mist. Ach, Mann. Neunter. Das war unnötig. Aber SNES Mario's Piste ist auch keine Strecke, die ich gut finde irgendwie. Mist. Das hätte man besser machen können, ja. Natürlich hätte man es besser machen können, aber ich bin natürlich wieder zu beschränkt dafür. Yay. Vulkangrollen. Auch die Strecke haben wir irgendwie immer so einmal pro Session. Kommt mir zumindest so vor. Und bei mir ist gerade die epicste Scheiße passiert, die ich jemals beim Aufnahmen gesehen habe. Wie ihr vielleicht wisst, nehme ich ja mit Virtual Dub auf. Und Virtual Dub gibt einem immer eine Anzeige für Dropped Frames, also quasi fallen gelassene Frames oder ausgelassene Frames und Inserted Frames, also die eingefügten Frames bei einer Aufnahme. Das passiert eben, wenn der PC zu langsam ist oder zu dämlich, was bei meinem Laptop oftmals der Fall ist. Und ich habe es gerade geschafft. Also normalerweise habe ich, wenn irgendwas eingefügt wird, also bei Dropped Frames habe ich immer relativ wenig. Das sollte auch eigentlich so sein, weil viele Dropped Frames bedeutet Asynchronität. Und das ist behindert, ja. Und ja, gut. Ich habe zwar manchmal asynchrone Stellen, aber die sind nicht überwiegend der Fall. Also, es hält sich in Grenzen. Und wenn, ja gut, Inserted Frames gibt für kurze Zeit zwar manchmal asynchrone Stellen, ganz einfach deswegen, weil man, wenn man mehr Frames einfügt, bei der Audiospur auch irgendwie... Keine Ahnung, es verschnellert das irgendwie und dann... Ich kenne mich damit nicht so ganz aus. Jedenfalls wird die Stimme, beziehungsweise... Ja, es wird dann, der Ton wird immer ein bisschen höher und dann hört ihr zum Beispiel, was weiß ich, einen Funky, der dem die Eier rausgerissen wurden beim Zeitfahren oder... Was weiß ich, irgendwie sowas. Da werden die Charakter plötzlich zu Eunuchen. Ja. Jedenfalls habe ich gerade bei meiner Aufnahme einen einzigen Inserted Frame. Normalerweise habe ich jedes Mal 800 oder so. Also wenn ich überhaupt welche habe. Also entweder 0 oder so, mindestens 100 oder 400, was weiß ich. Und jetzt einfach mal einen. Bin ich mal gespannt, wie sich das nachher in der Aufnahme äußert. Aber okay, das ist sicher lustig. Und irgendwie gucken wir uns hier jetzt gerade eins zusammen. Das ist schon wieder so ein Rennen, wo ich nicht richtig aufpasse. Das ist immer schlecht. Und der erste zieht es C. Boah, das war mies. Damit konnte man echt nicht rechnen, jetzt kriege ich kein Item. Ich hätte natürlich warten können, das wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen.
um ein Item zu holen. Der erste wird sogar noch groß geschockt. Und naja, wäre ich ein bisschen schneller gewesen, wäre ich sogar auch noch drin gewesen. Ja, und jetzt, das Item wollte ich mir jetzt nicht holen, weil ich dann voll in die Feuersäule gefahren wäre. Eieieiei. Ja, jetzt kein Mini-Turbo und 10. Boah, war das ein Kackrennen. Na gut, aber im größten Teil war der Blitz schuld, der mich einfach mal runtergehauen hat. Und ja, gut. Was will man machen, ne? Es gibt so und so solche und solche Rennen und es gibt Versprecher, es gibt keine Versprecher und es gibt ein nächstes Rennen. Welcher Homo-Fürst hat bitte SNES Geistertal 2 gewählt? Das ist keine gute Strecke. Zumal, wenn man hinten ist und kein Item bekommt im ersten, landet man auch hinten. Das ist fast immer so. Ja gut, ich hätte das Äußerste nehmen können, aber dann wäre die Gefahr da gewesen, dass ich runterfalle. Und ja, ich hätte vielleicht gleich aufs Äußerste zufahren sollen. Das ist manchmal auch sinnvoll. Aber meistens, also ich zumindest für meinen Teil, denke mir immer, ja, das Äußerste nimmt sowieso irgendjemand weg, der vor mir ist, weil sich vorher schon Leute denken, oh, ich will unbedingt ein Item und dann nehme ich halt mal das ganz außen. Also meistens, kommt mir zumindest so vor, ist es am sinnvollsten, die Wolke ist scheiße. Hallo? Danke. Finde ich schön. Nett von dir. Meistens ist es sinnvoll, kommt mir zumindest so vor, dass man das vorletzte Item irgendwo nehmen sollte. Also das zweite von außen, weil das ist fast immer noch frei, aber in dem Fall was? Wieso? Meine Fresse! Musste das sein? Ja, noch ein Schock drauf. Toll. Also gerade die Rennen sind echt behindert. Jetzt kommt noch der Bullet, haut mich wahrscheinlich noch weg. Nee, aber der hält bis ins Ziel. Hält bis ins Ziel? Nee, hält er nicht. Noch 10. Gute Sache. Oder sogar 9. War da noch jemand runtergefallen? Na, 10. Boah, aber da konnte ich echt, also in dem Rennen, boah. Also damit war irgendwie nicht zu rechnen. Naja, was soll's. Peach Beach. Diese Strecke haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, würde ich einfach mal behaupten. Zumindest kommt es mir so vor, dass ich die Strecke auch schon ewig nicht mehr gefahren bin. Aber ja, bald werden wir sie ja im TT fahren. Ist ja nicht mehr lange Zeit hin, bis die Retro-Strecken tatsächlich anfangen. Zu diesem Zeitpunkt, na gut. Ich weiß nicht, wie ich es hochladen werde, aber ich nehme mal stark an, dass ich Regenbogen jetzt schon hochgeladen habe, wenn nicht sogar schon Peach Beach, dass ich das immer so einschiebe nach jedem WW, dass ich hochlade. Ist jetzt aber auch ein bisschen blöd vielleicht, dass ich die WWs immer so spät erst hochlade. Ich meine, das WW hier wird dann wahrscheinlich erst in ein paar Wochen hochgeladen, weil ganz einfach, ich habe so viel WW jetzt in der letzten Woche gefahren. Oder in den letzten 7, sagen wir es so, es war nicht eine Woche jetzt, weil das Wochenende ist schon rum und so weiter. Ne, Wochenende ist noch nicht rum, aber beim nächsten Termin wird das Wochenende rum sein. Und dementsprechend, ja. Wow. Also irgendwie, ich schaffe es gerade, ja, das war jetzt random. Ich schaffe es gerade irgendwie, mich vorne zu halten, ohne so richtig zu wissen, warum. Und jetzt kommen die ganzen Geier nach vorne. Ja, Item ist schon mal gut. Ein Stern, das ist wunderbar. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht geownt werden. Also ich behaupte mal, wir sollten den Stern jetzt einsetzen. Ja, ach komm, nimm doch einfach mal alle Items weg, ey. Ja, Item. Meine Fresse, was ist denn hier schon wieder los? 7. Oh Mann, was ist denn los? Wieso werde ich schon wieder auf der Zielgeraden nur vom Wheelie gerammt und... Naja, ich setze meine Items aber auch gerade nicht wirklich bedacht ein, also das eben hätte man besser machen können. Übrigens ist GP7 Käser gejoint, oder Ketzer, was auch immer. Ich nenne ihn einfach mal Käser. Jo. Probieren wir es irgendwie mal nochmal. DSP Zahl Delfino. Irgendwie haben wir heute bis auf Rennpiste, glaube ich, noch keine Strecke doppelt gehabt. Das freut mich, weil es sehr abwechslungsreich, finde ich zumindest. Also beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, des Öfteren mal Lackstrecken, wenn nicht sogar fast nur Lackstrecken. Und diesmal ist echt eine ausgewogene Mischung hier. Finde ich auf eine gewisse Art und Weise schön, auch wenn Wambo hier mal wieder das Item klaut. Es ist zu viel Gerangel gerade, kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Naja, getroffen werden ist in der ersten Runde auf der Strecke nicht schlimm. Also keineswegs, weil derjenige, der die erste Runde als Sieger abschließt, ist jemand, der Pilze bekommen hat. Und
ja. Wenn man vorne auf 1 ist, dann ist man es einfach nicht. So, was probieren wir jetzt? Ich bin ein bisschen angepisst, muss ich sagen, aufgrund der letzten Rennen. Und aufgrund der Tatsache, dass irgendwie hier Leute Slalom mit Maxi um mich fahren oder so. Na gut, es war nicht Slalom, aber es war schon seltsam. So viel kann man sagen. Und na, ich hoffe, das wird sich... Nein, die Bombe, 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 Bombe. Die hätte er gleich nach hinten geworfen. Ich habe es schon mir bildlich vorgestellt, wie mal wieder die Bomben zuschlagen. Die mich in diesem WW, glaube ich, noch nicht einmal getroffen haben. Auch keine Bombe. Und dafür bin ich schon mindestens 20 Mal im Wii gerammt worden, kommt mir zumindest so vor. Hallo? Wo kommt denn hier? Danke. Also, da wollte ich jetzt nicht ohne Item weggehen, weil das war irgendwie gammelig. So, jetzt ist die Frage, haben wir 150 oder haben wir 100? Das würde mich sehr interessieren. Das würde nämlich unglaublich wichtig sein für den SC, den ich jetzt probiere, aber... Okay, ich probiere es. Ich hoffe einfach mal auf 150 und dann werden wir sehen, dass es nicht so ist. Ach Mann! Wieso 100? Wieso? Kann nicht sein. Scheiße. Behindert. Ich krieg nichts mehr hin. Ah, sowas muss man noch merken, ob 100 CCM ist. Das ist unglaublich, dass ich das nicht hinbekomme. Ja. Hm, was machen wir jetzt? Goldpilz einsetzen? Ja, ich bin dafür, weil... Ein Goldpilz sich zu behalten, bringt absolut nichts, weil der Blitz wird vor dem SC mindestens einmal kommen. Naja, was heißt mindestens einmal? Er wird kommen. Also, auch nur einer, aber... Auf jeden Fall wird er vor dem SC kommen, da bin ich mir sehr sicher. Das passiert eigentlich immer. Also zumindest, wenn irgendjemand ihn hat. Dann setzt man den eigentlich so gezielt ein, dass die Leute nicht die Abkürzung fahren können. Und deswegen wäre dann mein... Naja, mein Goldpilz wäre jetzt schon vielleicht durch gewesen. Dementsprechend... Nein, wäre er nicht. Ja, Fall runter. Genau, so würde ich es auch machen, wenn ich eine Wolke abgeben will. Das ist eine schöne Sache. So, kriegen wir jetzt noch einen? Nee, so nicht. Der Pilz fällt auch nicht irgendwo runter, dass ich einen einsammeln kann. Das finde ich blöd. Komm, werd nochmal groß. Ja? Komm, zieh. Nee, das wird nichts mehr. Mist, Mist, Mist. Boah, schon wieder Sechster. Ich will mal wieder vorne landen. Das kann ja nicht wahr sein hier. Das ist ein Abstieg, aber richtig. Zumal wir jetzt nur noch 10 Leute sind. Also dementsprechend müssten wir es eigentlich mal schaffen, wieder vorne zu landen. Und jetzt nur noch 9 sein werden anscheinend. Hm, was ist los, Leute? Wollt ihr rausgehen?